gemacht haben, mein Skript übersetzt währenddessen und dann können wir weitermachen, dort wo wir zuletzt gestanden sind. Was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben das Ohmsche Gesetz das letzte Mal zum Beispiel kennengelernt. Wie lautet denn das Ohmsche Gesetz? Ist der gute Herr. Okay. Also ich schreibe es meistens U ist gleich R mal I. Man kann natürlich auch schreiben, R ist U durch I. Das ist immer das Gleiche. Ich habe das letzte Mal erzählt, dass ich mal wo gesehen habe, diese drei Formeln, da stand daneben irgendwie erstes Ohmsches Gesetz, zweites Ohmsches Gesetz, drittes Ohmsches Gesetz, natürlich uns, das ist dreimal die gleiche Formel, halt immer entsprechend umgekehrt. Und je nachdem, was für ein Typ man ist, also dieses U ist gleich R mal I, ist eine Standardform, oft schreibt man solche linearen Beziehungen so an, dass man ohne Brüche auskommt. Fertig. Perfekt. Also meistens schreibt man die dann so an, dass man ohne Brüche auskommt und dann bietet sich eben diese Form an. Zudem gibt es den Merkspruch Rudi, dass man irgendwie sagt R-U durch I, Rudi. Dann gibt es das, man kann diese Pyramide zeichnen, das habe ich schon gesehen, mit dem U oben und dem R und I unten. Und dann kann man quasi, je nachdem, was man auf die andere Seite gibt, bleibt dann eben diese Pyramide hat U und dann hat man da irgendwie R und I, kann man das U rausnehmen, dann ist U ist R mal I, oder das I rausnehmen, dann ist es U durch R, oder das R rausnehmen, dann ist es U durch I. Wer sowas sich leicht merkt, kann man natürlich auch. Ich finde es jetzt nicht unbedingt einfacher dadurch, aber das ist das Ohmsche Gesetz. Ich kastel die Version ein, die mir am besten gefällt, aber ich finde es erst so leicht zu verstehen. I ist U durch R. Ja, schon. Also das ist, ich glaube, es hängt davon ab, auf welche Größen du dich aufhängst. Aber meistens ist das ja genauso, dass man die Spannung und den Widerstand irgendwie kennt und der Strom ist dieses große Unbekannte, das man sich vielleicht ausrechnen möchte. Wobei gerade in der Energietechnik gibt es viele Leute, die quasi Spannung interessiert ja nicht. Da wird immer über den Strom geredet und der wird vorgegeben, dann ist vielleicht was besser, dann kann man die Spannung ausrechnen. Okay, was sagt dieses Ohmsche Gesetz anschaulich aus? Was ist denn das U? Spannung. U ist die Spannung. Spannung. Worin messen wir die Spannung? Volt. Okay, was ist das I? Strom, danke. Hallo. Mit E oder ohne? Den Namen schreibt man mit E. Mit E. Okay, also es fehlt nur das Dachal, gell? Zum Ampere. Okay, und R ist der Widerstand. Das Ohm hat ein seltsames Einheitenzeichen. Großes Omega. Großes Omega. So. Wenn ich jetzt frage, was ist denn Strom? Wie kann man Strom definieren? Nicht immer du. Ladung pro Zeit, ja, definiert. Wenn man sich das so vorstellt, wie ein Fluid, eine Flüssigkeit oder Partikel, die durch den Leiter durchströmen, dann ist das quasi die Anzahl von diesen Dingen, die durchströmen pro Zeiteinheit. Und ganz am Anfang, beim ersten Mal, haben wir uns über Ladung unterhalten und da haben wir dann gesagt, kann man messen die Ladung in Coulomb und der Strom in Ampere ist nichts anderes als die Coulomb pro Sekunde, die durch den Leiterquerschnitt daneben durchfließt. Was ist der Widerstand? Ja, was wäre denn der Widerstand anschaulich?
Was heißt das, wenn man so einen hohen Widerstand hat? Das sind die Hindernisse, die den Ladungen im Weg stehen, um vorbeizufließen oder durchzufließen. Genau, genau. Das heißt, großer Widerstand, Strom fließt nicht so gut. Kleiner Widerstand, Strom fließt sehr gut. Da haben wir noch kennengelernt, dass der Widerstand so eine seltsame Größe ist, weil man den manchmal reziprok anschreibt. Wie heißt das dann? 1 durch Widerstand. Leitwert in Siemens, genau. Oder in Mo, wenn man Amerikaner ist. Gut. Und was ist jetzt dann die Spannung? Der Druck, genau, gegen dieses Hindernis. Und dieses Gleichgewicht zwischen diesen drei Größen, zwischen der Spannung, dem Strom und dem Widerstand, der wird eben im ohmschen Gesetz zum Ausdruck gebracht. Und wir werden noch viele andere Bauteile kennenlernen, außer Widerstände, die wir auch charakterisieren werden darüber, wie sich der Spannung und Strom zueinander verhalten. Aber das ist kein linearer Zusammenhang mehr. Hier, wenn ich die Spannung verdoppel, was passiert dann mit dem Strom? Der verdoppelt sich auch, weil es ein linearer Bezug ist. Wenn ich den Strom verdoppel, verdoppelt sich die Spannung in der anderen Richtung. Also die gehen quasi 1:1 linear gemeinsam miteinander mit. Es gibt dann andere Bauteile, da gibt es kompliziertere Beziehungen, aber ich werde immer hergehen und die Bauteile über eine Beziehung zwischen Strom und Spannung charakterisieren. Das ist das, was uns im Wesentlichen interessiert, wenn wir Bauteile oder zumindest sogenannte zeitinvariante Bauteile betrachten, das uns interessiert, bei dieser Menge Strom, welche Spannung brauche ich da, bei dieser Spannung, welcher Strom fließt da, dass wir diesen Bezug irgendwie herstellen. Und oft geht man dann her, wenn man irgendeinen Bauteil hat und man zeichnet dann so eine, wir haben kein Papier mehr fast. Ja. Wenn man dann so ein Diagramm zeichnet, wo man die Spannung auf der einen Achse auftragt und den Strom auf der anderen, man kann sich im Grunde aussuchen, mal macht man so, macht man so. Wie wäre da ein Widerstand? Eine gerade Linie, die durch den Nullpunkt durchgeht. Das wäre dann ein positiver Widerstand. Es gibt auch negative Widerstände. Mit Operationsverstärkern kann man alles machen. Braucht man sogar, aber nicht für das, was wir jetzt machen. Jetzt könnte man aber hergehen und irgendein komisches Bauteil finden, bei dem ist der Bezug, und nämlich eine andere Farbe. Bei dem ist der Bezug zwischen diesen Größen vielleicht irgendwie so. Und je nachdem, da lege ich eine größere Spannung an auf dem Gebiet und kriege einen größeren Strom, aber ab einem gewissen Punkt macht auf einmal eine noch größere Spannung, einen kleineren Strom und dann geht es wieder rauf. Also ein Bauteil, das zum Beispiel genau dieses, so ein Wackelding drin hat, wäre die Tunneldiode. Also wenn man irgendwie RF, so Hochfrequenzgeschichten macht, dann kann mit Tunneldioden tolle Dinge tun. Aber wenn ich jetzt drauf komme, okay, ich habe dieses Bauteil, aber eigentlich betreibe ich das mit Spannungen von hier bis da, dann kann ich das eigentlich relativ schön charakterisieren über eine Kombination aus einem Widerstand und einer Spannungsquelle. Und die Spannungsquelle wäre quasi dieser Abstand hier, weil den Widerstandsbauteil, da geht die Linie immer durch den Nullpunkt und hier geht es quasi an der Stelle durch den Nullpunkt und dann muss ich wohl noch diese Steigung ausrechnen, die ist ungefähr die gleiche wie da, also, und damit könnte ich dann relativ leicht mit Mitteln der linearen Schaltungsanalyse hergehen und diese Schaltung mir überlegen, wie die sich verhält. Wenn ich vorher irgendwie weiß, das ist der interessante Bereich, dann kann ich das so linearisieren, nennt man das dann. Also der Widerstand ist ein lineares Bauteil, wenn ich nicht lineare Bauteil habe, aber ich sage, der Bereich, wo es mich interessiert, da kann ich das dann schon annehmen, dann linearisiere ich das Bauteil im Arbeitspunkt. Arbeitspunkt wäre dann dieser Bereich. Gut. Also, und für die Bauteile, bei denen dieser Bezug zwischen Spannung und Strom so einfach ist, wie es nur geht, nämlich einfach ein linearer Zusammenhang, bei denen nimmt man dann eben das Ohmsche Gesetz und die charakterisiert man über die Steigung dieser Linie oder in dem Fall die reziproke Steigung, wenn man das so umgezeichnet hat, die Steigung des Siemens. Aber das ist das, was wir uns darunter vorstellen. Gut, was haben wir denn noch gemacht das letzte Mal? Wir haben uns darüber unterhalten,
dass eine Spannung immer was Relatives ist. Was heißt denn das? Was meine ich damit, wenn ich sage, Spannung ist relativ? Genau. Genau. Spannung ist sowas wie eine Höhendifferenz, nicht sowas wie Höhe über dem Meeresspiegel. Nicht? Bei Höhe über dem Meeresspiegel kann ich von einem Punkt eine Aussage machen. Dieser Punkt ist so und so viel Meter über dem Meeresspiegel. Aber die Spannung ist halt nicht so, sondern bei Spannung brauche ich zwei Punkte und dann kann ich quasi sagen, zwischen diesen Punkten gibt es eine Spannung von Hausnummer 5 Volt. Was heißt das anschaulich, wenn ich sage, zwischen diesen beiden Punkten ist eine Spannung von 5 Volt? Weil wir vorher irgendwie gesagt haben, Spannung ist das Maß dafür, wie stark der Strom fließen möchte, wie stark sich die Ladungen bewegen möchte. Was heißt das dann, von hier nach da sind 5 Volt? Nein, das ist nicht so zwangsläufig. Also wenn ich irgendwie, ich habe da eine 9 Volt Batterie, also und da ist ein Stecker drauf, den nehme ich jetzt nicht runter, aber ich habe den Drähte, wenn ich die jetzt irgendwie so halte, dann ist zwischen hier und da eine Spannung von 9 Volt, da ist aber kein Widerstand dazwischen, also von irgendwelchen parasitären Effekten da drinnen abgesehen. Ich würde sagen, wenn man die beiden Punkte mit einem Leiter verbindet, dann fließt der Strom. Dann fließt der Strom, genau. Aber kann das Grund, wenn ich jetzt nichts sage mit Leiter oder Widerstand oder sonst was, wenn ich sage, zwischen zwei Punkten gibt es eine Spannung von so und so viel Volt, das ist ein Maß dafür, wie stark eben die Ladungen in dem einen Punkt zum anderen Punkt hinwollen. Und, ja? Auch wenn keine Verbindung besteht, ist auf beiden Seiten die Spannung vorhanden, in dem Fall über Batterie. Also nicht auf beiden Seiten, sondern zwischen den Seiten. Das ist eben wichtig, weil eben die Spannung genau das ist eine Aussage über zwei Punkte. Also ich kann eben nicht sagen, wenn ich eine Batterie habe, irgendwie an dem Ende ist 9 Volt und an dem Ende ist auch 9 Volt, sondern die Aussage ist quasi von hier nach da, das sind 9 Volt. Das heißt aber auch, dass ich quasi einen Aufbau machen kann, wo ich zum Beispiel sagen wir sowas da. Und dann habe ich hier eine Spannungsquelle und eine andere Spannungsquelle. Dieser Stift ist unbrauchbar. So, also ich habe hier jetzt zwei Punkte mit Spannungsquellen. Und sagen wir, das sind 9 Volt und das sind auch 9 Volt. Nehmen wir da Plus. Und ich messe jetzt quasi die Spannung von hier nach da. Und wir einen Voltmeter hinein. Welche Spannung werde ich dann da sehen? Null. Was heißt das? Die wollen nicht fließen. Wir könnten lustig werden, also immer unter idealen Bedingungen, das sind wirklich genau dann, wollten wir lustig werden, könnten wir jetzt von hier nach da einen Draht machen. Es wird einfach nichts passieren. In dem Augenblick, wo ich da 9 Volt habe und da aber nur 8 Volt, und dann gehe ich her und mache da einen fetten Draht, dann wird Strom fließen. 1 Volt. 1 Volt. Genau, 1 Volt Spannung haben wir. Wir haben gesagt, da gibt es noch eine andere Größe, nämlich das Potenzial. Was war denn das Potenzial? Das elektrische Potenzial. Das ist quasi über dem Meeresspiegel. Also wir gehen davon aus, es gibt irgendwo einen absoluten Nullpunkt. Wir kennen den nicht, wir können den noch nicht festmachen. De facto gibt es ihn auch nicht. Aber wir tun quasi so und dann sagen wir, zum Beispiel hier wäre Null. Und damit kann ich dann auf einmal jedem Punkt im Raum eine Spannung zuordnen, nämlich die Spannung zu hier. Und dann ist quasi die Spannung zwischen zwei Punkten die Potentialdifferenz zwischen diesen beiden Punkten. Also wir können quasi auch sagen, da haben wir unseren Masseanschluss und wir nennen diesen Punkt jetzt irgendwie Masse, sagen, da ist 0 Volt. Und dann würden wir quasi sagen, an dem Punkt sind 9 Volt. Das ist eine furchtbare Aussage. Eigentlich sollte es einem die Nackenhaare aufstellen, wenn jemand sagt, an dem Punkt ist 9 Volt, weil ja Volt Spannung sind. Aber man weiß dann schon, okay, der meint zwischen diesem Punkt und einem ausgezeichneten Massepunkt, wo man sich halt mal geeinigt hat, dass der jetzt 0 ist.
Und dann wäre quasi der Punkt auf dem Potenzial 9 Volt und der Punkt wäre auch auf dem Potenzial 9 Volt und damit ist dann die Potenzialdifferenz 0 Volt. Ja, weil wir jetzt eben würde Strom fließen, wenn jetzt die eine Batterie zum Beispiel nur 8 Volt hätte. Ja, dann würde Strom fließen. Und jetzt ist meine Frage, weil es kann ja passieren, dass man Batterien parallel schaltet, weil man, weiß ich, mehr Ladung braucht. Und jetzt hat die eine ist schon ein bisschen mehr entladen. Und dann würde dann quasi die noch vollere, die leere ein bisschen wieder mit aufladen, ja, über den Strom. Ja. Also wenn beim Laptop Akkupacks zu explodieren, dann ist das, weil da drin eben nicht nur Batterien in Serie, sondern auch parallel geschalten ist. Und wenn dann zum Beispiel eine von denen irgendwie entscheidet, da passiert jetzt irgendwas, und die wird dann zum Kurzschluss, oder eine von, wenn das keine Primärzelle ist, sondern eben eine Batterie, eine ihrer Zellen stirbt und wird zum Kurzschluss, dann sackt bei einem die Spannung ab und dann will die andere quasi die laden de facto, es fließt dann Strom rüber. Und gerade die heutigen Lipos und so, die können halt leider sehr, sehr viel Energie in irgendwas hineinpumpen, wenn man sie nur lässt. Und dann werden die Dinge heiß, das heißt, die Flüssigkeiten dran fangen dann zu kochen und dann reißt das. Will man nicht. Das führt aber auch dazu, wenn man zum Beispiel Geräte verschicken möchte mit der Luftpost, dass man da gar keine Geräte mit, keine Batterien mit verschicken darf und wenn ja, nur unter ganz, ganz obskuren Auflagen. Also ich habe peripher mit solchen Sachen schon zu tun gehabt und da gab es irgendwann mal einen Unfall, dass beim Verladen von Sachen zwischen zwei Flugzeugen jemand mit einer Gabelstapel-Dings, also mit einem dieser Gabel, danke, Gabelstapel, ja. In ein Riesenpaket mit Batterien, also quasi kein Gerät, sondern ein Paket mit Batterien hineingefahren ist. Und da halt einfach eine größere Anzahl der Batterien da drinnen kurz geschlossen hat. Und das ist halt sehr, sehr spektakulär offenbar explodiert. Und seitdem gibt es ganz, ganz strenge Auflagen mit Batterien. Also ich darf dieses Handy, so wie es ist, darf ich ins Flugzeug nehmen. Aber wenn ich das gleiche Handy verschicken möchte mit einem Flugzeug, ohne dass ich es selber in der Tasche habe und quasi mit meinem Körper dafür bürge, dass es schon nicht explodieren wird, dann kann das sehr kompliziert werden, bis dahin, dass man einfach die ganzen Geräte ohne Akkus verschickt in aller Welt und der Importeur auf der anderen Seite muss dann halt getrennt die Akkus einkaufen und das Ganze zusammenführen. Ja, aber da fließen tatsächlich große Ströme und das ist auch ein echtes Problem. Was man daher macht in der Regel, wenn ich quasi mal zwei Batterien habe und dann beschließe ich, die möchte ich parallel betreiben, dass ich die nicht so, wie sie sind, mal kurz schließe, sondern mal über den Widerstand kurz schließe, dann können die sich langsam umladen, bis sie wirklich auf gleich sind und dann verbinde ich die miteinander und diese Verbindung löse ich nie wieder. Und damit, dass die quasi immer miteinander verbunden sind, kann sich keine große Spannung einstellen zwischen diesen beiden Punkten und das Problem ist mehr oder weniger entschärft. Außer es gibt halt einen Vorfall wie eine, wie man sagt, Gabel, die da hineinfährt und den einen auf einmal kurz schließt, dann passieren halt Sachen. Macht aber eher nur Aufladen bei Batterien, oder? Ach so, ja. Zellen sollte man sie nicht wieder aufladen, oder? Die sollte man nicht wieder aufladen, man muss sie trotzdem irgendwie mal auf ein gemeinsames Ding bringen. Wobei gerade volle Primärzellen eigentlich sehr genau oft. Aber das weißt du besser, du hast mehr Ahnung von Chemie. Okay, also das war das mit dem Potenzial. Das haben wir uns angeschaut und dass eben Spannung dieses Relative ist. So, dann haben wir ein bisschen geredet über Netzwerkknoten, erinnert ihr euch? Und über, was ist ein Netzwerkknoten? Was ist ein Netzwerk? Netzwerkknoten sind eine Menge von, sagen wir, Drähten, idealerweise haben sie keinen Widerstand, die zusammenhängen. Ja. Also das ist ein Netzwerk zum Beispiel. Ne? Ja. Netzwerk ist alles, wo wir Sachen miteinander verschalten. Dann sagen wir als Elektrotechnik auf einmal Netzwerk dazu. Ich war nicht da das letzte Mal. Und ein Netzwerkknoten ist jetzt quasi die Einheit von allen Dingen, die über solche Leitverbindungen miteinander verbunden sind. Also quasi diese Linie hier gilt nicht, weil die ist Teil des Schaltplansymbols selber. Aber wir hätten quasi Anschlüsse hier und hier und hier und hier und hier und alles, was so verbunden ist,
wir sagen mal, das ist verbunden, diese Stecker. Alles, was miteinander verbunden ist, das nennen wir eben jetzt einen Knoten. Das heißt, wie viele Knoten haben wir hier? Drei, genau. Also wir hätten hier den ersten, da hätten wir den zweiten und das ganze Netzwerk da unten, das ganze Netz. So, was ist jetzt eine Kante in einem Netzwerk? Laut der blöde Begriff, der sich hier ausgedacht hat. Ein Bauteil. Ein Bauteil. Eine Kante ist etwas, was zwei Knoten miteinander verbindet. Das nennt man als Kante. Also die Begriffe kommen aus der Graphentheorie, wo man halt dann abstrakt von Städten, die mit Straßen verbunden sind, bis zu solchen Dingen Sachen behandelt. Und da hat sich eben eingebürgert, dieses Kanten- und Knotennomenklatur. Also eine Kante wäre zum Beispiel diese Spannungsquelle oder das Voltmeter, das sind als Kanten. Und in der Netzwerkanalyse, ich weiß nicht, ob wir letztes Mal schon darüber geredet haben, ob das erst kommt. Ah, es kommt erst, Block 16. Gut, also in der Netzwerkanalyse verwenden wir dann quasi das als die grundlegende Darstellung und bauen dann darauf auf, verwenden wir quasi diese Repräsentation einer Schaltung als Knoten und Kanten, um dann daraus ein System von Formeln herleiten zu können, um sich alles auszurechnen, was in so einem Netzwerk passiert. Und da gibt es ein einfaches Regelwerk, wo man das machen kann, wenn wir uns dann eben anschauen, das ist im Block 16. Und da kam also zumindest den ersten Schritt, dass wir einen großen Block von Formeln aufstellen können für jedes beliebige Netzwerk. Das zweite ist dann, dass wir diesen großen Block von Formeln lösen und damit beschäftigen wir uns nicht, weil wir sind ein Elektronikkurs, wir nehmen Computerprogramme, die machen das für uns. Gut. Also darüber haben wir geredet und dann haben wir ganz wichtig das Kirchhoffsche Spannungsgesetz gemacht. Was ist das Kirchhoffsche Spannungsgesetz? In einer Netzwerkschleife ist die Summe aller Spannungen 0. Genau, genau. Umlauf heißt Netzwerkschleife, aber Netzwerkschleife ist auch nicht. Also ein Umlauf ist die Summe aller Spannungsabfälle 0. Das heißt, sagen wir, ach so, wir haben bis jetzt noch nicht dieses Symbol genommen für Spannungsquellen. Wir haben bis jetzt immer Batterien gezeichnet. Kann das sein? Mhm. Okay. Entschuldige ich mich für dieses neue, verwirrende Symbol. Und wir zeichnen hier eine Batterie. Und einen Widerstand. Gibt es eine Eselsbrücke für Spannung und Stromquelle? Wissen wir, was ist? Also ich kann dir sagen, wie meine Eselsbrücke ist. Sie ist aber nicht besonders gut. Man zeichnet öfter Spannungsquellen und es geht schneller, wenn man einen Strich durchziehen kann. Okay. Das ist meine persönliche. Wahrscheinlich gibt es viel bessere. Also ist der Strich Querstadt? Genau. Das ist ein Geißel Querstadt. Also, hier eine einfache Schaltung. Und wir haben hier genau eine mögliche Schleife. Nicht? Es gibt genau einen Weg, den der Strom nehmen kann, nämlich technische Stromrichtung. Ihr erinnert euch, wir machen mal technische Stromrichtung, da ist es nicht. Der Plus raus, sucht den Widerstand durch und in die Quelle wieder hinein. Und wir haben hier einen Spannungsabfall. Und Spannungsabfälle zeichnen wir immer mit Pfeilen von hohem Potenzial zu niedrigem Potenzial von, naja, sagen wir mal 1 Volt. Und wenn wir jetzt die Schleife so rechnen, dann gehen wir ja hier in die gleiche Richtung. Wir zählen das dann zum Beispiel positiv. Das heißt, dieser Bauteil, den wir hier in dieser Schleife überbrücken, zählt jetzt hier quasi als Plus 1 Volt. Und dann müssen wir die Schleife abschließen, dazu müssen wir da hier rauf. Aber jetzt bewegen wir uns gegen diesen Spannungspfeil. Damit dreht sich das Vorzeichen um. Und quasi diese Richtung hier zählen wir dann als Minus 1 Volt. Und so kommt es dann, dass man sagt, ein Umlauf ist die Summe aller Spannungsabfälle 0. Weil man quasi, wenn es gegen diesen Pfeil geht, dreht man das Vorzeichen um. Das ist dann quasi ein negativer Spannungsabfall. Und wenn man das dann macht, sieht man 0. Und das klingt nach einer unglaublich trivialen Feststellung, dass das so ist. Aber dass das eine triviale Feststellung ist, kommt daher, dass ich immer dieses Potentialfeld eingeführt habe und gesagt habe, das ist so wie die Höhe über dem Meeresspiegel und so. Und so wie es ein Potentialfeld überhaupt gibt, reden wir da von konservativen Feldern und dann verhalten die sich das eben so. Aber das ist nicht selbstverständlich, dass quasi jedes Feld diese Eigenschaft hat. Und es gibt auch Situationen, wo das in der Elektrotechnik gar nicht zutrifft. Wenn ich jetzt den Widerstand rechts sehe, also oben oder unten, dann nicht mehr nach oben und unten, sondern nach links und rechts.
Genau, ich habe trotzdem, also auch wenn ich den... Also sagen wir, wir machen das so, wir machen hier eine 3-Volt-Quelle. So. Dann haben wir jetzt hier quasi alles. So, und jetzt zeichne ich neben jedes dieser vier Bauteile einen Pfeil. Und ich fange an mit der Quelle hier. So. Da fällt eine Spannung ab von 3 Volt. Nicht? Und der Pfeil zeigt von hohem Potenzial zu niedrigem Potenzial. Wenn ich jetzt bei diesem Widerstand hier einen Pfeil zeichnen möchte, und der Pfeil muss ja von hohem Potenzial zu niedrigem Potenzial zeigen, ist die Pfeilspitze jetzt rechts oder links? Rechts. Rechts. Der Strom fließt so durch den Widerstand und die Spannung fällt in Richtung des Stromflusses ab. Das heißt, wir hätten hier einen Pfeil nach rechts, der 1 Volt hat. So. Pfeilspitze rauf oder runter. Und auch wieder 1 Volt. So. Pfeilspitze, habe ich schon gezeichnet. Oh. Verdammt. Da werden jetzt sicher viele, reingefallen darauf. Na, leider. Also gut, also man zeichnet zwar Schaltpläne normalerweise so, dass man quasi Spannungsabfälle immer von oben nach unten hat. Das ist man dann gewohnt beim Hinschauen. Aber ich könnte die auch ganz anders zeichnen. Ich könnte auch hergehen und sagen, ich mache jetzt zum Beispiel hier so eine Spannungsquelle, wo halt da Plus ist, dann wird der Pfeil raufgehen, weil da ist das hohe Potenzial, da das niedrige, Pfeil geht von hohem zu niedrigem Potenzial. Der wird dann natürlich auch aufgehen. Und wenn ich jetzt im Kreis gehe, habe ich es zwar andersherum, aber auch hier werde ich einmal quasi mit dem Pfeil und einmal gegen den Pfeil gehen. Und wir sehen auch hier, wir haben die Batterie, wir haben quasi den Pfeil von oben nach unten. Und wenn wir quasi diesen Weg irgendwie anders gehen, die Pfeilrichtung muss trotzdem die gleiche geben. Weil wenn wir von dem höchsten Punkt sozusagen der Schaltung, von dem höchsten Potenzial zu dem niedrigen gehen, dann geht es halt die ganze Zeit runter. Also man kann natürlich dazwischen noch Spannungsquellen machen, geht es wieder rauf. Aber wenn ich dann nur die eine Quelle habe und ansonsten nur Widerstände, dann muss das quasi immer irgendwie weiter runtergehen. Und wenn wir Wechselstrom haben, dann dürfen wir uns aussuchen, die Richtung vom Pfeil. Ja, die können wir uns eigentlich immer aussuchen, nur wird dann vielleicht die Beschriftung daneben negativ. Nicht? Also ich kann auch in diesem Fall ja sagen, nein, der Pfeil ist Unsinn. Wir haben jetzt nicht von hier nach da 1 Volt, sondern wir haben von hier nach da minus 1 Volt. Und das ist natürlich genau das Gleiche. Das heißt, was man macht, wenn man von vornherein weiß, in welche Richtung das Potenzial abfällt, dann zeichnet man den Pfeil richtig. Aber wenn man es nicht weiß, zeichnet man den Pfeil halt irgendwie. Und dann wird halt immer noch die Zahl vielleicht positiv oder negativ werden. Auch bei Wechselstrom, wenn ich jetzt den Strompfeil einzeichne, den wir noch nicht gemacht haben, glaube ich, den machen wir im Block 11. Dann kann ich mir den auch aussuchen, wenn sich dann herausstellt, naja, da fließt dann der Strom in die andere Richtung, dann sage ich einfach, ja okay, er fließt wirklich jetzt so, ich habe meinen Pfeil in die Richtung gezeichnet, aber jetzt fließt halt minus 1 Ampere in die Richtung. Und das ist halt natürlich das Gleiche, wenn 1 Ampere zurückkommt. Okay. Also das war das Kirchhoffsche Spannungsgesetz, dass wenn wir uns da irgendwie in so einem Schaltplan bewegen, dass wir am Schluss beim gleichen Potenzial landen, bei dem wir angefangen sind. Das ist im Grunde die Aussage. Und das klingt nach einer ganz trivialen Feststellung. Ja, er fließt schon durch die Batterie durch. Aber in die andere Richtung, genau. Also das ist quasi die. Also wenn man jetzt unser Wassermodell hat, sagen wir machen ein neues Wassermodell, wir machen kein Rohrsystem, wir machen einen Bach, der irgendwo runterfließt. Und dann wäre quasi der Höhenunterschied, wäre dann quasi auch wieder die Spannung zwischen zwei Punkten. Dann sagen wir, ein großer Höhenunterschied, das ist ein Wasserfall, da kann in kurzer Zeit ganz, ganz viel Wasser runter, und wenn der Höhenunterschied nur wenig ist, dann wird das halt irgendwie langsam vor sich hinplätschen. Aber wenn ich jetzt irgendwie nur meinen Berg habe und da fließt Wasser runter und es kommt kein Wasser rauf, dann wird das nicht lang fließen. Aber jetzt baue ich irgendeine Pumpe ein oder eine Eimerkette, wo Leute den ganzen Tag stehen müssen und die Eimer nach oben reichen.
Flächen und die machen quasi einen Stromfluss gegen die Spannung. Wir haben vorher gesagt, wenn wir dieses Verhalten, dieses Diagramm haben, das inzwischen so ziemlich übermalt ist, wo wir auf der einen Seite Spannung, andererseits Strom haben, diese zeitinvarianten Bauteile, die charakterisieren wir halt drüber, wie sich das verhält. Und man kann natürlich auch sich ein Bauteil dann ausdenken, und die gibt es halt auch in der Realität, wie zum Beispiel eine Spannungsquelle, wo es halt so ist, dass der Strom gegen die Spannung fließt. Dann sind wir halt nicht hier im ersten und im dritten Quadranten, sondern im zweiten und im vierten Quadranten in diesem Bild. Gut. So, dann haben wir noch über Konventionen im Schaltplan, glaube ich, gesprochen. Genau, aber das war im Wesentlichen, was wir die ganze Zeit gemacht haben. So, man zeichnet eher so und nicht so, also sozusagen, wenn man das hohe Potenzial oben einzeichnet, kennt man sich aus. Man zeichnet meistens die Quelle links. Man zeichnet, genau, und wenn man Spannungen einzeichnen möchte, dann macht man Pfeile vom hohen Potenzial zum niedrigen. Auch das hat sich irgendwie bewährt, dass man diese Richtung der Pfeile macht. Gut, das war das, was wir bis jetzt getan haben. In mehr oder weniger aller Kürze zusammengefasst. Gibt es noch Fragen? Gut, dann kann der Michi drücken.